Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Bleiben Sie doch sitzen, bitte. Setzen Sie sich. Ja, Frau Wiedmann. Es tut mir leid, aber da ist nichts mehr zu machen. Es tut. Bleiben Sie doch sitzen, bitte. Soll ich Ihnen ein Glas Wasser holen? Oder möchten Sie sonst etwas? Einen Cognac vielleicht? Nein, danke. Ich werde Ihnen ein Beruhigungsmittel geben. Etwas Leichtes. Nein, danke. Ich werde Ihnen auf jeden Fall etwas hier lassen. Woran ist er denn? Soweit ich das jetzt feststellen kann, hat er sich das Genick gebrochen. Ich weiß, das klingt schrecklich, aber er muss sofort tot gewesen sein. Es war ein tiefer Sturz, verstehen Sie? Diese steile Treppe. Sie können jedenfalls davon ausgehen, dass er nicht gelitten hat. Frau Wiedmann? Ja. Sie ist sehr steil. Die Kellertreppe, meine ich. Jetzt nehmen Sie mal diese Tablette. Nein, danke, wirklich nicht. Sie müssen etwas gegen den Schock tun. Es kommt ja noch einiges auf Sie zu. Nicht zuletzt Formalitäten. Wir kommen leider nicht daran vorbei. Ja. Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Für den Totenschein, verstehen Sie? Aber vor allem möchte ich jetzt den Bestatter anrufen, wenn Sie einverstanden sind. Wir können Ihren Mann ja nicht im Keller liegen lassen. Nein. Ich denke, dass der Bestatter ihn heute Abend noch... Sie werden den Sarg in der Diele stehen lassen. Den Deckel daneben. Und dann werden Sie hinabsteigen zu zweit. Schwarze Kittel oder graue. Sie werden ihn hochheben. Einer unter den Armen, der andere an den Beinen. Die Arme pendeln. Kopf hängt zur Seite. Der eine, der ihn unter den Armen hält, wird die Treppe rückwärts hochsteigen. Schritt um Schritt. Gebückt und mit gebeugten Knien. Der Körper hängt durch. Er schleift hin und wieder über eine Stufe. Vielleicht sagt der, der die Beine hält, pass doch auf, sonst geht die Hose noch in Fetzen. Aber mehr als diesen Gedanken werden Sie nicht an ihn verschwenden. Er ist für Sie nichts anderes als eine schwere Last. Ein totes Gewicht. Es wird nicht lange dauern, er holt nur noch seinen Gehilfen ab. Möchten Sie sich ein wenig hinlegen? Nein, danke. Sie wollten mir doch ein paar Fragen stellen. Ja. Er hat offenbar getrunken. Getrunken? Ach, Sie meinen heute Abend? Ja. Diese Flasche da. War das alles? Nein. Das war die zweite. Oder die dritte, Ich weiß es nicht mehr. Haben Sie nicht mitgetrunken? Nein. Der einen besonderen Grund? Ich meine, das ist ja eine ganz schöne Menge. Und ich verstehe das nicht.
weil ich ihn nie betrunken gesehen habe in all den Jahren, die wir uns kannten. Ja. Gut, wir haben uns lange nicht mehr gesehen, aber er hat doch, ich meine, früher, als wir noch öfter beisammen waren, er galt ja geradezu als rühmliche Ausnahme. Oder übertreibe ich? Nein, sicher nicht. Nicht wahr? Die anderen sind doch manchmal ganz schön ausgerutscht in den alten Zeiten. Aber Klaus Wiedmann hat immer die Form gewahrt. Sie verstehen mich richtig, das soll nicht heißen, ja, dass er ein Spielverderber gewesen wäre. Er hat immer die Form gewahrt. Nein, wir wissen ja beide. Und es war ihm zuwider, wenn den anderen nichts Besseres einfiel, als sich in aller Öffentlichkeit zu betrinken. Er hat seinen Abscheu nicht erkennen lassen. Oh nein. Er wäre in Gesellschaft nie aggressiv geworden, nie ausfällig. Er fand es abscheulich. Er fand es würdelos, sich zu betrinken. Er hätte es nicht ertragen, wenn andere ihn betrunken gesehen hätten. Wissen Sie, ich erinnere mich an diesen Geburtstag von Sissi Wehrhahn. Es ist schon eine Reihe von Jahren her, aber Sie werden sich doch auch noch daran erinnern. Sie waren doch dabei. Wir hatten alle, ich meine, wir anderen hatten alle schon ein bisschen viel getrunken. Und dann fing Sissi an mit diesem, wie hieß er noch, mit diesem Versicherungsmenschen. Ich komme nicht mehr auf den Namen. Jedenfalls hat Sissi Wehrhahn ein bisschen zu heftig mit diesem Menschen geflirtet. Und dann platzte Walter Wehrhahn der Kragen und er wollte handgreiflich werden und es sah so aus, als würde die Feier ein jähes Ende nehmen. Aber da gab es dann eben Klaus. Da gab es Klaus Wiedmann. Erinnern Sie sich nicht mehr? Doch. Er ist auf einen Stuhl gestiegen und hat so getan, als ob er etwas ganz Wichtiges mitzuteilen hätte. Und ich kann euch versprechen, dass ich euch höchstens eine Minute aufhalten werde. Es gibt sehr viel Erwähnenswertes an diesem Abend. Aber ich beschränke mich auf etwas ganz Besonderes. Das ganz Besondere, finde ich, ist an diesem Abend eine Frau. Eine Frau, an der man einfach nicht vorübergehen kann. Eine Frau, die keinen Mann kalt lässt. Eine springlebendige, lebenslustige Frau, die es natürlich mag, dass die Männer sie mögen. Und eine Frau, das muss mal ausgesprochen werden, deren Mann auf sie stolz sein kann. Ich will hier niemanden zurücksetzen, aber es muss jetzt ausgesprochen werden. Walter, du bist nicht das Geburtstagskind, aber du bist der glückliche Ehemann. Ich gratuliere dir zu deinem Prachtstück. So, und jetzt sollten wir noch einen Schluck trinken. Auf Sissi und Walter, sie sollen hochgehen. Es war schon phänomenal, wie er das geschafft hat. Erinnern Sie sich? Statt der Prügelei gab es eine große Versöhnungsfeier. Ja, er war sehr geschickt. Er war bei allen beliebt. Richtig. Und das lag nicht zuletzt daran, dass er immer einen klaren Kopf bewahrt hat. Ja. Aber eben das passt nicht zusammen, verstehen Sie? Dass ein Mensch wie er so maßlos trinken sollte. Das ist es, worüber ich mich wundere, verstehen Sie? Frau Wiedmann? Ja? Ja, ich verstehe. Aber Sie müssten eine Erklärung dafür haben. Wann hat er damit angefangen? Angefangen? Ich weiß nicht, um 8 vielleicht. Oder um 7:30. Ich weiß es nicht mehr. Hat er öfter so viel getrunken? Öfter? Oh nein, Herr Doktor, ich weiß, was Sie herausfinden möchten. Aber von mir werden Sie kein Sterbenswort darüber erfahren. Er hätte es nicht ertragen, wenn andere ihn betrunken gesehen hätten, und dabei soll es bleiben. Es ist schlimm genug, dass Sie an seinem Mund gerochen haben. Und wahrscheinlich haben Sie ihm ja auch eine Blutprobe entnommen. Also gut, er hat heute Abend sehr viel getrunken. Aber dabei soll es auch bleiben. Glauben Sie nur ja nicht, dass Sie von mir mehr erfahren, Herr Doktor. Er hat meistens weniger getrunken.
und sehr oft gar nichts. Aber dann müsste es ja doch einen besonderen Grund gegeben haben, warum er heute Abend so viel getrunken hat. Haben Sie Besuch gehabt heute Abend? Mein Sohn war hier. Habe ich Ihnen das nicht schon gesagt? Nein. Wohnt er denn nicht mehr bei Ihnen? Unser Sohn war hier. Aber er ist schon um 7 gegangen. So kurz nach 7. Mhm. Kann es vielleicht mit diesem Besuch zusammenhängen? Was wollen Sie damit sagen? Ich muss Sie bitten, Herr Doktor, meinen Sohn da aus dem Spiel zu lassen. Aber Frau Wiedmann, ich will Ihnen doch nichts Böses. Weder Ihnen noch Ihrem Sohn und Ihrem Mann ganz bestimmt nicht. Ich habe Ihnen nur Fragen gestellt, die Ihnen ohnehin nicht erspart bleiben. Sehen Sie, ich muss ja auf dem Totenschein eine Todesursache angeben. Die Todesursache war offensichtlich ein Unfall. Aber auch in solchen Fällen muss der Standesbeamte die Polizei verständigen, bevor er die Sterbeurkunde ausstellt. Und die Polizei fragt manchmal nach in solchen Fällen. Es tut mir leid, dass ich Ihnen das jetzt auch noch aufbürden muss. Aber Sie müssen damit rechnen, dass ein Beamter zu Ihnen kommt und Ihnen die gleichen Fragen stellt, wie ich sie Ihnen gestellt habe. Ein Polizeibeamter? Ja, das sind nun mal die Vorschriften. Ich habe es wirklich nicht bös gemeint. Ja, aber entschuldigen Sie. Nichts zu entschuldigen, ich verstehe Sie ja. Wollen Sie übrigens Ihren Sohn nicht anrufen? Ich weiß nicht, wo ich ihn erreichen kann. Er hat gesagt, er geht zu Freunden, aber ich weiß nicht, wo das ist. Wenn Sie wollen, fahre ich nachher bei seiner Wohnung vorbei und hinterlasse... Sie wollen seine Adresse wissen, nicht wahr? Sie vermuten, dass es nicht die feinste Adresse ist und davon wollen Sie sich überzeugen, ist es nicht so? Sie haben recht, Herr Doktor. Es ist nicht die feinste Adresse. Aber auch das geht Sie nichts an. Weder Sie noch die Polizei. Das, was mein Sohn Axel tut oder lässt, das ist seine Sache. Sie können ihn ja auf der Beerdigung unter die Lupe nehmen. Sie können sich darauf verlassen, dass mein Sohn Axel sich sehen lassen kann. Ich werde ihn von Kopf bis Fuß einkleiden, so wie es sich gehört. Und dieses Mal wird es mir nicht abschlagen. Entschuldigen Sie, Frau Wiedmann, aber jetzt könnte ich einen Schluck gebrauchen. Ach, es tut mir leid. Ich bin sehr unaufmerksam. Nein, nein, bleiben Sie doch sitzen. Ich bediene mich schon selbst, wenn ich darf. Natürlich. Sie können auch ein Glas Wein... Das heißt, wenn Sie... Nein, nein, danke. Darf ich mir einen Cognac nehmen? Natürlich. Wie dumm von mir. Er liegt doch vor dem Weinregal. Ich hätte über ihn steigen müssen, um eine Flasche aus dem Regal zu nehmen. Der Mund... abgeöffnet. War es Blut, dieses rötliche Rinnsal? Nein. Wahrscheinlich war es Speichel, gefärbt vom Rotwein. Die Augen. Sie hätten mich nicht fixiert. Sie hätten an mir vorbeigestarrt. Ziellos. Aber nein, er wird ihm die Lider zugedrückt haben. Vielleicht sieht es so aus, als ob er schliefe. Der Arm allerdings... Der rechte Arm ist abgeknickt, als wäre er ausgerenkt. Die Finger wie Krallen. Und ein Bein, es liegt so merkwürdig verdreht auf der Treppe. Ein Schlafender würde so nicht liegen bleiben. Aber wenn ich ihm nur ins Gesicht sehe, könnte ich tatsächlich glauben, er schliefe. Der Mund würde nicht stören. Er hat oft den Mund geöffnet, wenn er schlief. Er lag auf dem Rücken, den Mund halb geöffnet. Es ist wirklich ein Jammer, dass man sich im Laufe eines Lebens so aus den Augen verliert. Ich überlege schon die ganze Zeit, wie Ihr Sohn heißt, aber ich komme nicht mehr drauf. Axel. Natürlich. Axel. Wie alt ist er jetzt? 20. Meine Güte, 20. Auch schon ein ausgewachsener Axel Mann. Axel wird mich führen. Ich werde mich bei ihm einhaken und niemand wird merken, dass in Wahrheit ich ihn führe. Ich werde ihn in die Leichenhalle führen. Ich weiß, dass es ihm schwerfallen wird. Das Harmonium, der Geruch der Blumen.
Nein, es sind nicht nur die Blumen. Sie riechen süß, aber das vermischt sich mit etwas anderem. Ein Hauch nur, aber streng, nicht süß. Vielleicht sind es die Zweige, aus denen sie die Kränze flechten. Oder vielleicht sind es die Kerzen. Ja, es könnten die Kerzen sein. Die zitternden Girlanden aus den vielen kleinen rötlichen Flammen. Das heiße Wachs stößt seinen Atem aus. Er rührt einen an. Es ist ein strenger Geruch. Nur ein Hauch, aber er dringt immer wieder durch. Die Bälge des Harmoniums ächzen und knarren. Hin und wieder hustet jemand in unseren Rücken. Hebt den Kopf, Axel. Es gehört sich, dass man den Sarg ansieht. Seit wann wohnt er nicht mehr bei Ihnen? Wie bitte? Entschuldigen Sie, ich habe... Axel, ist er schon lange ausgezogen? Vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren schon. Das muss Ihrem Mann schwer gefallen sein. Ihnen natürlich auch. Ich weiß, dass Ihr Mann sehr an Axel gehangen hat. Er war sehr stolz auf ihn. Kinder wollen irgendwann selbstständig sein. Und dann gehen sie. Ja, das ist wohl leider so. Und wir sehen sie immer noch als Kinder. Wissen Sie, es ist merkwürdig. An einen bestimmten Tag erinnere ich mich sehr deutlich. Aber das ist schon ewig lange her. Axel wird 11 gewesen sein, oder 12 vielleicht. Es war ein Samstag. Das weiß ich genau, ein Samstagnachmittag im Sommer. Blauer Himmel, ein lindes Lüftchen. Ein Samstag. Ich habe im Garten Nachmittag gesessen und die Zeitung gelesen. Meine beiden sind irgendwo im Gebüsch herumgekrochen. Vielleicht war das der Tag. Und dann standen auf einmal ihr Mann. Es könnte der Tag gewesen sein, an dem es angefangen hat. Sie waren, das weiß ich noch genau, Ihr Mann war mit Axel bei einem Fußballspiel gewesen. Blauer Himmel. Und dann haben sie auf der Heimfahrt ein lindes Lüftchen. Und uns besucht. Und ich habe mir so oft überlegt, wann es angefangen haben könnte. Und wie. Und warum? Es muss ganz unmerklich angefangen haben, an einem ganz normalen Tag. Es könnte dieser Tag gewesen sein. Es war wirklich ein wunderschöner Tag. Wir haben auf der Terrasse gesessen und ein Bier getrunken. Die Kinder haben irgendwo im Garten gespielt, Axel und meine beiden. Und ihr Mann und ich, wir haben uns über die Kinder unterhalten. Dass die stolzen Väter so tun. Heute Mittag zum Beispiel kommt er nach Hause, hat ein englisches Gedicht auf zum Auswendiglernen. Ich sage ihm, das kannst du dir ruhig schon mal ansehen, bevor wir zum Fußball gehen. Er sieht es sich an, ob du es glaubst oder nicht, 2 oder 3 Minuten lang, und da hat es Intus. Naja, jetzt glaube ich aber allmählich doch, dass du aufschneidest. Ja, denkst du, ich habe ihn auf dem Fußballplatz 2-mal danach gefragt. Er hat es Intus, ich habe selbst nicht geglaubt. Warte mal. Axel? Ja, der Axel kann jetzt nicht. Was ist denn? Was denn jetzt schon wieder? Wir waren gerade so schön beim Spielen. Axel, kannst du dein Gedicht noch? Was war ein Gedicht? Na komm, frag doch nicht so dumm. Das Gedicht, das du heute Mittag gelernt hast. Klar kann ich das noch. Dann sag's doch mal auf. Speak roughly to your little boy and beat him when he sneezes. Speak roughly to your little boy. He only... Sag mal weiter. Ja. He only, ne? He only does it to annoy, because he knows it teases. Hey, seid doch mal still, es geht doch noch weiter. Er war wirklich sehr stolz auf Axel. Und er hatte ja auch allen Anlass dazu. Sie werden sich an diesen Tag wahrscheinlich gar nicht mehr erinnern. Und bestimmt nicht an dieses Gedicht. Es gab doch. Ich glaube, ich erinnere mich. Mami, wir sind wieder da. Gott sei Dank, wo habt ihr denn nur gesteckt? Güte, was siehst du uns denn so an, als ob wir Gespenster wären? Ich hab mir Sorgen gemacht. Das Fußballspiel muss doch schon lange aus sein. Na und? Natürlich ist es schon lange aus. Wir haben noch einen Abstecher gemacht. Wohin denn? Ach, wohin denn? Was soll die Fragerei? Wir sind bei Schröders vorbeigefahren und Axel hat mit den Kindern gespielt. Papi, kommst du? Ja, ich komm sofort. Ich geh schon mal raus. Wohin willst du denn, Axel? Du musst doch was essen. Ich hab keinen Hunger. Aber ich hab was Leckeres für dich im Backofen. Meine Güte, das kann er doch später essen. Ich habe ihm versprochen, dass wir noch mit der Eisenbahn spielen. Ich wusste ja auch nicht, dass es so spät werden würde. Sag mal, bist du eifersüchtig? Eifersüchtig? Ja, eifersüchtig. Wie kommst du denn darauf? Was kann ich dir sagen? Das ist ganz einfach. Ich habe manchmal das Gefühl, dass du den Jungen mehr für dich haben möchtest. Vielleicht sogar für dich allein. Manchmal habe ich den Eindruck, dass du ihn zu ködern versuchst.
Es scheint dir nicht recht zu sein, dass er sich so gut mit mir versteht. Aber das ist doch nicht wahr. Wie kannst du so etwas sagen? Weil es unübersehbar ist. Es ist übrigens nicht nur bei Axel unübersehbar. Ich habe mehr und mehr den Eindruck, dass du auch auf manche unserer Freunde eifersüchtig bist. Klaus, was redest du denn da? Ich kann dir ein Beispiel nennen, wenn du möchtest. Ja, bitte, nenn mir ein Beispiel. Nora. Nora? Ja, Nora. Du wirst dich doch wohl erinnern, dass ich mich an dem Sonntag, als wir bei Bertrams eingeladen waren, längere Zeit mit Nora unterhalten habe. Ja. Ich habe gar nichts dazu getan. Nora ist immer wieder zu mir gekommen und tja, und am Ende dann, ja, da habe ich mich sehr angeregt mit ihr unterhalten und zwar sehr lange. Ja, und? Das finde ich ausgesprochen witzig, dass du das fragst. Du hättest dein Gesicht sehen müssen. Was war mit meinem Gesicht? Es war lang und wurde immer länger. Und es war schon fast peinlich. Entschuldige bitte, aber es war peinlich, wie du immer wieder zu uns herübergesehen hast. Ich fürchte, das wird auch den anderen nicht entgangen sein. Deine Eifersucht war nicht zu übersehen. Die nackte Eifersucht. Aber das ist doch... Ja, was ist das, ne? Sag mal, willst du mir das mit Gewalt einreden? Nicht im Geringsten. Aber vielleicht redest du dir selbst etwas ein. Du hast doch früher nicht so reagiert. Warum denn jetzt auf einmal? Könnte es vielleicht daran liegen, dass Nora ein paar Jährchen jünger ist als du? Ich meine, wirst du vielleicht nicht fertig damit, dass du älter wirst? Klaus. Natürlich ist Nora noch sehr jung, unfertig, unreif meinetwegen. Deine Reife hat sie mit Sicherheit nicht. Das wäre auch ein bisschen viel verlangt, aber sie ist ein sehr wertvoller Mensch. Und vielleicht solltest du auch einmal... Jetzt hör aber auf damit. Ist mir etwa dieses dumme Flittchen als Beispiel vorhanden? Also komm, das reicht, ja? Du vergiss dich. Ich finde es unerträglich, einen Menschen ohne jeden Anlass durch den Dreck zu ziehen. Es hat keinen Sinn, diese Unterhaltung fortzusetzen. Also was du sagst, das ist unqualifiziert. Es ist nicht unqualifiziert, es ist wahr. Es ist eben nicht wahr. Aber du bist bedauerlicherweise nicht imstande, das einzusehen. Warum streitet ihr euch denn? Wir streiten nicht. Ich habe deiner Mutter nur einige Auskünfte gegeben. Einige dringend notwendige Auskünfte. Kommst du jetzt, Papi? Ja, ich komme. Es tut mir leid, dass ich dich habe warten lassen. Es hat doch auch ganz andere Tage gegeben. Wie meinen Sie? Ich meine, ein einziger Tag kann doch nicht alles so total verändern. Ein einziger Tag kann doch nicht entscheidend sein. Nein, natürlich nicht. Aber an irgendeinem Tag muss es ja angefangen haben. Warum nicht an einem schönen Sommertag? Man will es nicht wahrhaben, aber dann wiederholt es sich. Irgendein Wort, man hat ihm gar keine so große Bedeutung beigemessen, man hat es nicht ernst genommen. Aber dann wiederholt es sich. Na, bist du jetzt zufrieden? Zufrieden? Was meinst du? Tu doch nicht so. Meinst du, ich hätte nicht gemerkt, dass du unbedingt gehen wolltest? Jeder hat es gemerkt. Aber das stimmt doch gar nicht. Von mir aus hätten wir gern noch länger bleiben können. Ach, wirklich. Und warum dann diese Leidensmiene? Was für eine Leidensmiene. Deine, welche denn sonst? Außer dir hat keiner ein Gesicht gezogen. Alle haben sich glänzend unterhalten. Ich auch, ich geb's zu. Ich gestehe es, aber ist das ein Grund, diese kindische Eifersucht zur Schau zu stellen? Sag mal, bist du noch bei Trost? Wie kommst du denn darauf, dass ich eifersüchtig war? Also lassen wir es kommen. Ich glaube nicht, dass diese Diskussion viel Sinn hat. Ich kann dir nur sagen, in aller Freundschaft sagen, dass deine Eifersucht allmählich... Verdammt nochmal, pass doch auf, du Idiot! Irgendwann wird so ein Wort zur Waffe. Wie? Ich meine, es sticht auf einen ein, immer wieder. Man hat es gar nicht ernst genommen, anfangs. Man fühlt sich gar nicht getroffen. Aber auf einmal tut es weh. Wie ein Stich, der unvermutet eindringt. Oder wie ein heftiger, ganz unerwarteter Schlag, der einen umwirft. Sie meinen... Ich glaube, jetzt verstehe ich Sie nicht richtig. Ach, entschuldigen Sie, ich bin sehr unaufmerksam. Ich habe nachgedacht. Ja, natürlich. Es tut mir leid, es war meine Schuld. Ich hätte nicht von diesem Tag erzählen sollen. Doch, doch, man muss darüber nachdenken. Über diesen Tag? Ja. Ja. Ich habe damals tatsächlich nachgedacht. Auch daran erinnere ich mich noch. Kann es sein, dass Klaus, das ihr Mann, dass er den Jungen ein wenig überfordert hat? Überfordert? Ja, er war ja wirklich ein vorbildlicher Vater, aber ich habe mich gefragt, und übrigens nicht nur an diesem Tag, ob er den Jungen nicht doch zu sehr spüren ließ, wie stolz er auf ihn war. Verstehst du?
Verstehen Sie, man setzt ein Kind damit ja auch unter einen gewissen Druck. Es spürt, wie groß die Erwartungen sind, denen es gerecht werden soll. Stolz. Ja. Er war sehr stolz auf ihn. Da bist du ja schon. Wo ist Axel? Er ist in seinem Zimmer, glaube ich. Was heißt glaube ich? Axel? Axel! Vielleicht lässt du ihn jetzt besser mal in Ruhe. Was soll das heißen? Hatten wir nicht verabredet, dass er mich im Büro abholt? Doch, ich weiß. So, das weißt du. Weißt du vielleicht auch, dass er mir die ganze Geburtstagsfeier geschmissen hat? Aber Klaus, warum sollte... Warum? Weil alle auf ihn gewartet haben. Ich kündige an, dass mein Herr Sohn mich abholen kommt. Und alle freuen sich darauf. Und dann erscheint dieser Bengel ganz einfach nicht. Blamiert mich vor der ganzen Mannschaft. Aber das kannst du doch nicht... Nein, kann ich das nicht. Warum nicht? Weil es vielleicht gar nicht seine Schuld war? Sag mal, kann es sein, dass du ihn wieder einmal aufgehetzt hast? Klaus, würdest du jetzt bitte... Deine kindische Eifersucht, nicht wahr? Es ist dir gegen den Strich gegangen, dass Axel mich abholen wollte. Und dass niemand nach dir gefragt hat. Aber das ist doch ganz einfach nicht wahr. Das wird sich ja herausstellen. Axel! Bist du taub? Klaus, ich bitte dich, lass ihn jetzt... Axel, du kommst jetzt sofort herunter. Oder muss ich raufkommen? Einfach an mir vorbei. Axel, du kommst jetzt sofort... Nein, nein, Klaus, lauf ihm jetzt nicht nach, bitte. Nein, Klaus! Klaus, ich... Klaus. Klaus, es kann doch nicht... Entschuldige. Mir ist die Hand ausgerutscht, entschuldige. Aber du hast selbst Schuld daran. Ich hoffe, dass du wenigstens das einsiehst. Ich will ihm, weiß Gott, nichts Böses nachsagen. Es kann ja keinen Zweifel daran geben, dass er ein vorbildlicher Vater war und ein vorbildlicher Ehemann sicher auch. Aber man kann auch zu viel für die Menschen tun, die man liebt. Wenn man sie zu sehr liebt, dann setzt man sie damit auch unter Druck. Ihm ist die Hand ausgerutscht. Vielleicht ganz wider Willen. Wie man sie? Irgendwann verselbstständigen sich die Worte. Ein Stich, der plötzlich trifft. Ein Schlag, vielleicht ganz ungewollt. Ein schwerer Schlag. Sprechen Sie von Axel? Von Axel? Nun, sehen Sie, Frau Wiedmann, für einen Außenstehenden wie mich, meine ich, der Ihren Mann und Axel früher erlebt hat, da ist es so ohne weiteres gar nicht verständlich, dass Axel hier ausgezogen ist. Es sei denn... Es sei denn was? Es sei denn, man nimmt an, dass es zu einem Zerwürfnis gekommen ist. Einem schweren Streit. Wie kommen Sie darauf? Sie irren sich. Axel hat damit gar nichts zu tun. Aber Frau Wiedmann, es ist doch nicht so, als ob das ganz ungewöhnlich wäre. Das passiert ja nun mal, dass Menschen einander fremd werden. Nicht mehr miteinander auskommen. Gerade zwischen Kindern und Eltern passiert das doch oft genug. Da müssen wir uns doch nichts vormachen. Sie irren. Das hat mit Axel überhaupt nichts zu tun. Axel ist schon vor 2 Jahren ausgezogen. Es ging doch gar nicht mehr um ihn. Nein, nicht um ihn, nicht um Axel. Um was ging es eigentlich? Was ging es denn nur? Steh auf. Steh auf, habe ich gesagt. Du sollst aufstehen. Du tust mir weh. Dann benimm dich so, dass man dir nicht nachhelfen muss. Setz dich. Diese Tricks ziehen bei mir nicht. Das solltest du mittlerweile wissen. Großes Finale, nicht wahr? Die Hauptdarstellerin stürzt zu Boden. Kauert sich zusammen, das unschuldige Opfer. Der Blick voll Todesangst. Na, nicht bei mir. Diese Show, die kannst du dir sparen. Das müsstest du doch wissen, dass ich darauf nicht mehr reinfalle. Also gut. Mir ist die Hand ausgerutscht. Aber du sitzt ja sonst wie angenagelt auf deinem breiten Hintern. Vielleicht schmeißt dich doch sonst nichts um. Außerdem brauchen wir hoffentlich nicht darüber zu streiten, dass du mich provoziert hast, oder? Ich hab dich was gefragt. Ich weiß nicht. Ach, sieh an, du weißt nicht. Ich hätte es mir denken können. Du weißt es wieder einmal nicht. Klaus, ich weiß es wirklich nicht. Oh, was sage ich? Der Unschuldsengel, er weiß es nicht. Er hat schon wieder einmal keine blasse Ahnung. Klaus, bitte. Dann sag mir doch, womit ich dich provoziert habe. Also gut. Also gut, spielen wir das Spielchen noch einmal. Zum 100. Mal.
Ach, was sage ich, zum tausendsten Mal. Also gut, mit deiner unsäglichen Leidensmine hast du mich provoziert. Mit deinem sturen Stillschweigen. Egal, was ich dir sage. Ich kann einen ganzen Abend lang auf dich einreden. Und was ist deine Reaktion? Nichts. Nicht ein Wort. Nur immer diese Leidensmine, dieser stumme Vorwurf. Aber nicht ein einziges Wort. Keine klare Antwort. Nicht, nicht Hü, nicht Hott. Was hätte ich denn antworten sollen? Ja, was hättest du wohl antworten sollen? Wahrscheinlich hast du ja nicht einmal zugehört, oder? Weißt du überhaupt noch, warum wir uns heute Abend wieder zerstritten haben? Warum das nötig war, obwohl ich mit den besten Absichten nach Hause gekommen bin? Weißt du das noch? Ich... Ja. Weißt du überhaupt noch, was ich gesagt habe? Ja, du hast gesagt... Ach, komm schon, gut, spar dir die Mühe. Das könnte dich überanstrengen. Ich werde dir sagen, was ich gesagt habe. Ich hab's nämlich behalten. Als ich hereinkam, warst du dabei, die Schokolade zu verstecken. Ich hab sie doch nicht versteckt. Würdest du mich bitte ausreden lassen? Du wolltest doch, dass ich rede. Also. Das Erste, was ich zur Begrüßung zu sehen bekam, war dein Hintern. Und darüber diese unsägliche Wolljacke. Du knietest am Schrank und wolltest die Schokolade verstecken. Sieh dir doch mal diese Jacke an, in der du mich empfangen hast. Das ist doch keine Wolljacke, das ist ein Sack. Einem jungen Mädchen, ja, da magst du ein Ding ja noch Pfiff haben, aber wie eine Frau mit deiner Figur sich auch noch so ein unförmiges Monstrum umhängen kann. Also das ist mir wirklich unverständlich. Findest du es unangemessen, wie ich auf diese Nicht schreien. Andere Wege, ja. Andere Mittel. Nicht sprechen, nein, nicht jetzt. Alles, was ich sage, ist falsch. Und mit einem Scherz reagiert. Von irgendeinem Tag an war alles falsch. Oh nein, deine Antwort war wie Ich muss herausfinden, wie es dazu gekommen ist. Und wenn ich das herausfinde, dann werde ich es auch ändern können. Ich werde es ändern. Ein neues Leben anzufangen. War es etwa falsch, dass ich gesagt habe, du lässt dich hängen? Bitte nicht. Warum antwortest du nicht? Warum antwortest du nicht? Ich kann jetzt nicht mehr denken. Warum antwortest du nicht? Ich kann jetzt nicht sprechen, bitte. Es wäre doch nur wieder alles falsch. Ich will wissen, warum du nicht antwortest! Natürlich versucht man sich dem zu widersetzen. Wer möchte schon einen Menschen aufgeben, mit dem er sich so eng verbunden gefühlt hat, den er geliebt hat? Aber irgendwann sieht man ein, dass die Entfremdung zu groß geworden ist, dass der Widerstand nichts nutzt. Man gibt es auf. Ja, man wird müde. Man kann keinen Widerstand mehr leisten. Sehen Sie. Und wenn man trotzdem versucht, das festzuhalten, was einem schon lange entglitten ist, dann schlägt die Liebe eines Tages vielleicht in Hass um. Hass? Ja, vielleicht. Und vom Hass bis zur Gewalttätigkeit ist es dann nur ein kleiner Schritt. Meinen Sie? Da bin ich ganz sicher. Frau Wiedmann? Ja? Hat es heute Abend hier Streit gegeben? Streit zwischen Ihrem Mann und Axel? Wie kommen Sie denn wieder auf Axel? Axel hat gar nichts damit zu tun. Aber Frau Wiedmann, ich bitte Sie, das hat doch keinen Sinn. Er versteht nichts, dieser Mann. Gar nichts. Er kann es ja gar nicht verstehen. Verstehe ich es denn? Ich habe es vorausgesehen. Ja. Ich wusste, was heute Abend passieren würde. Ich hätte jedes Wort vorhersagen können. Du siehst aus wie ein Landstreicher. Dass du dich nicht schämst. Dass du dich nicht schämst. Ein Vierteljahr lang lässt du dich hier nicht blicken. Und dann kommst du hier an wie ein Landstreicher und hast nichts, absolut nichts aufzuweisen. Ja, von der Bundeswehr bist du freigekommen. Das hast du geschafft. Das ist die frohe Botschaft, mit der du hier anrückst. Aber sonst, ne? Fehlanzeige. Was hast du denn an der Universität geleistet? Hm? Hast du einen Schein gemacht? Nee, Fehlanzeige. Das war nicht auch noch zu schaffen, ne? Du hast deine ganzen Energien benötigt, um von der Bundeswehr freizukommen. Naja, das ist noch nicht ein Lebensziel. Aber schämst du dich wirklich nicht? Ein so hochbegabter Mensch wie du und dann so ein Leben? Herumlungern, nichts tun, nichts leisten... Alles, was man an Gaben mitbekommen hat, schlicht verkommen lassen?
Ich sehe schon, alles, was dir dazu einfällt, ist dann dieses impertinente Lächeln. Lass ihn doch reden, den Alten, nicht wahr? Was versteht der schon vom Leben? Das ist es doch, was dieses Lächeln bedeuten soll, oder? Frau Wiedmann, ich frage Sie jetzt noch einmal in allem Ernst. Hat es heute Abend Streit gegeben zwischen Ihrem Mann und Axel? Einen handfesten Streit. Sie verstehen, was ich meine. Hat es eine Tätlichkeit gegeben? Es hat keinen Sinn. Dieser Mann begreift nichts. Frau Wiedmann. Eine Tätlichkeit. Sie müssen mir die Wahrheit sagen. Was mag er unter einer Tätlichkeit verstehen? Einen jähen, unkontrollierten Ausbruch von Gewalt. Eine Kurzschlusshandlung. Selbst wenn ich ihm die Wahrheit sagen würde, er würde sie nicht erkennen. Er würde mir nicht glauben, dass ich alles vorausgesehen habe. Jede Einzelheit, jedes Wort. Ist dir eigentlich klar, dein wie sehr ihr euch Herr Sohn, vielleicht? Deine Erziehung. Herr Sohn und du? Ich hätte auch das vorher aufschreiben können. Das zumindest hast du geschafft. Wenn er sich auf diesem Sofa da breit machte, man könnte glauben, du säßest vor einem. Das gleiche verstockte Stillschweigen. Man kann sagen, was man will. Man redet wie gegen eine Wand. Nur dieses Lächeln. Das muss man zugeben. Das ist etwas Besonderes. Das zeichnet ihn aus, dieses impertinente Lächeln. Er bringt doch noch die Unverschämtheit auf, dieses Lächeln aufzusetzen, während er einen anschweigt. Aber wahrscheinlich setzt du ja auch sein Lächeln auf. Innerlich, hm? Während du nach außen deine Leidensmiene zur Schau trägst. Habe ich recht? Ach, du glaubst doch nicht, dass du mich mit dieser Leidensmiene täuschen kannst. Warum sagst du nichts? Willst du dich nicht mal äußern? Nur zu, du bist doch wahrscheinlich auch noch stolz auf deinen Herrn Sohn, auf dieses eindrucksvolle Ergebnis deiner Erziehung. Was damit? Warum sagst du es nicht? Bist du zu feige dazu? Was? Antworte. Du sollst antworten, habe ich gesagt. Na gut. Du wirst schon mal antworten. Der Abend ist ja noch lang. Ich wusste, wie es weitergehen würde. Es ist alles so eingetroffen. Ich wusste alles. Ich wusste auch, dass es nicht so weitergehen würde wie stets zuvor. Die nächsten Schläge, ja, ein wenig härter als die ersten. Dann wieder die Pause, in der sich diese Stimme breit macht. Höhnisch, fordernd, unerbittlich. Ein paar Schritte auf und ab, wieder der Griff zum Glas. Und dann wieder Schläge, noch härter. Irgendwann so hart, dass sie mich umwerfen würden. Aber dieses Mal würde ich mich nicht fallen lassen. Nicht mich auf dem Boden zusammenkauern. Die Arme nicht vor das Gesicht, die Brust den Bauch halten. Nein. Ich springe auf und laufe weg. Ich laufe in die dunkle Diele. Ich reiße im Dunkeln die Kellertür auf. Ilse, komm sofort zurück! Ich warne dich! Frau Wiedmann, haben Sie nicht verstanden, was ich gefragt habe? Frau Wiedmann! Ja? Entschuldigen Sie, ich habe nicht zugehört. Frau Wiedmann, es tut mir leid, aber ich habe jetzt das Gefühl, dass Sie ganz bewusst Ausflüchte machen. Ich verstehe Sie nicht. Sie wollen Axel decken, nicht wahr? Warum fangen Sie denn schon wieder mit Axel an? Axel hat damit überhaupt nichts zu tun. Das habe ich Ihnen doch schon ein paar Mal gesagt. Ja, das haben Sie gesagt. Aber mit dieser bloßen Behauptung werden Sie nicht durchkommen, wenn die Polizei zu Ihnen kommt. Glauben Sie mir. Es wird Ihnen nicht leicht fallen, Frau Wiedmann.
Ihnen nicht und Axel noch viel weniger, die Polizei davon zu überzeugen, dass es ein simpler Unfall war. Aber Sie haben doch selbst gesagt, dass es ein Unfall war. Ja, das habe ich. Aber ich muss Ihnen gestehen, dass ich mittlerweile einige Zweifel habe. Ihre Reaktionen, Frau Wittmann, Ihre Reaktionen auf die Fragen, die ich Ihnen gestellt habe, waren schon sehr merkwürdig. Was war daran merkwürdig? Frau Wittmann, seien Sie doch mal vernünftig, bitte. Versetzen Sie sich doch einmal in meine Situation. Es ist doch nicht zu übersehen, dass das Verhältnis zwischen Ihrem Mann und Axel nicht mehr so war wie früher einmal. Ist es übertrieben zu sagen, dass es ein einigermaßen gespanntes Verhältnis gewesen sein muss? Wohl kaum. Also gut. Ein solch folgenschwerer Unfall passiert an einem Abend, an dem Axel hier zu Besuch war. Liegt da nicht die Frage sehr nahe, ob das gespannte Verhältnis zwischen Ihrem Mann und Axel sich, sagen wir, entladen hat? In einer Tätlichkeit, die dann möglicherweise zu diesem Unfall führte? Verstehen Sie mich nicht falsch, Frau Wittmann. Ich sage ja nicht, dass Axel Ihrem Mann absichtlich die Kellertreppe hinuntergestoßen hätte. Aber wenn es zu einer Tätlichkeit gekommen ist, dann könnte das doch ohne jede Absicht geschehen sein. So etwas müsste ja nicht zum ersten Mal passieren. Verstehen Sie mich? Sie müssen doch verstehen, dass ich verpflichtet bin, Ihnen solche Fragen zu stellen. Die Kriminalpolizei wird sie Ihnen ganz bestimmt stellen. Ihnen. Und nicht zuletzt Axel. Sie werden ihn nicht in Ruhe lassen, glauben Sie mir. Wollen Sie sagen, dass die Kriminalpolizei Axel beschuldigen wird? Ich weiß nicht, was Sie im Einzelnen tun werden. Aber Sie werden ihm mit Sicherheit sehr gründlich auf den Zahn fühlen. Was meinen Sie damit? Sie werden ihn ins Verhör nehmen. Sie werden ihn unter Druck setzen. Unter Druck setzen? Was soll das heißen? Das brauche ich Ihnen doch im Einzelnen nicht auszumalen, Frau Wittmann. Das können Sie sich doch denken. Nein. Hören Sie, Wittmann, jetzt langs. Nein. Ich habe Ihnen doch schon alles... Wollen Sie uns verarschen? Ich habe gesagt, jetzt langs. Sie glauben doch wohl nicht, dass wir uns mit Ihnen die ganze Nacht um die Ohren schlagen. Nun reden Sie endlich. Kann ich vielleicht eine Zigarette haben? So, bei dir piept's wohl. Hast du sonst vielleicht noch Wünsche? Wittmann, Sie haben anscheinend noch nicht begriffen, um was es hier geht. Nein, das hat er nicht. Hat keine blasse Ahnung. Sehen wir an, diesen Unschuldsengel. Es geht um Mord, Wittmann. Vielleicht war es auch nur ein Totschlag, aber das müssen Sie uns erstmal beweisen. Und glaub nur ja nicht, dass wir uns nicht ansehen, was dein Alter dir hinterlässt. Der war doch ganz gut bei Kasse, oder? Ach, was ist es denn? Vielleicht eine Lebensversicherung? Ja, so wird es sein. Der Alte hat was für ihn angelegt, damit was aus ihm wird. Und jetzt sieh ihn dir an, den Wichser. Es nutzt Ihnen nichts, Wittmann, wenn Sie auf die Zähne beißen. Die Tür zieht bei uns nicht. Spätestens morgen früh wissen wir, warum Sie ihn umgebracht haben. Und das Geld wohl daran. Was denn sonst? Dafür gibt's doch eine ganze Menge Shit, nicht wahr? Oder willst du uns vielleicht weismachen, dass du nicht kiffst? Siehst doch jetzt schon aus, als ob du die Schwindsucht hättest. Aber um den Alten die Kellertreppe runterzuschmeißen, hat's gerade noch gelangt. Ist nicht so, Wittmann? Sie sind zu Ihren Eltern gegangen, weil Sie Geld brauchten. Und dann hat der Alte Ihnen die Leviten gelesen und da haben Sie einen kurzen Prozess gemacht. Sie haben ihn am Hemd gepackt. So, nicht wahr? Sie haben ihn in Kragen ziehen gezogen. So, ganz eng, nicht wahr? Und dann haben Sie ihn die Kellertreppe hinuntergestoßen. Dort. War es nicht so, Wittmann? War es nicht so? Wo bleibt die Antwort, Wittmann? Sie sind doch wahnsinnig. Was sind wir? Sag das nochmal, Wittmann. Nein. Was sind wir? Nein. Ich werde das nicht zulassen. Ich werde das nicht zulassen. Sie werden es gar nicht verhindern können, Frau Wittmann. Die Polizei kann sehr unangenehm werden in solchen Fällen, glauben Sie mir. Nein. Das ist ganz ausgeschlossen. Das ist nicht... Das ist nicht zulässig. Axel hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber Frau Wittmann, wollen Sie immer noch darauf beharren? Wollen Sie mir nicht endlich die Wahrheit sagen?
Ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt. Axel hat damit nichts zu tun. Also gut. Frau Wiedmann, es tut mir leid, aber ich muss jetzt die Polizei anrufen. Ich werde den Kollegen von der Polizei bitten, hierher zu kommen und sich Ihren Mann anzusehen. Es tut mir sehr leid, aber ich bitte Sie um Ihr Verständnis. Ich muss mich da absichern. Nach allem, was Sie mir gesagt haben, kann ich die Verantwortung nicht mehr allein übernehmen. Wenn der Kollege von der Polizei zu der Meinung gelangt, dass es sich um einen Unfall handelt, umso besser. Und? Ja, und wenn nicht? Du, ich hab dich was gefragt, Wiedmann. Mach dein Maul auf! Du sollst antworten! Du sollst antworten, hab ich gesagt! Nein! Frau Wiedmann. Nein! Nein! Beruhigen Sie sich doch. Jetzt legen Sie sich bitte einmal hin. Nein! Fassen Sie mich nicht an! Frau Wiedmann, bitte, seien Sie doch vernünftig. Sie müssen das doch verstehen. Sie brauchen die Polizei nicht zu rufen. Aber versetzen Sie sich doch einmal in meine Lage. Es ist nicht nötig, dass Sie die Polizei rufen. Das heißt, doch rufen Sie die Polizei. Ich verstehe nicht. Ich hab's getan. Wie meinen Sie das? Ich hab's getan. Ich habe ihn die Treppe hinuntergestoßen. Aber das ist doch nicht wahr. Das sagen Sie doch nur, um Axel zu entlasten. Sie wollen seine Schuld auf sich nehmen, nicht wahr? Nein. Axel war schon lange gegangen. Und ich hätte es auch getan, wenn Axel gar nicht hier gewesen wäre. Ich habe das geplant. Schon seit langer Zeit. Und heute Abend habe ich's getan. Frau Wiedmann, ist Ihnen klar, was Sie da sagen? Er hat geglaubt, ich sei im Keller. Aber ich bin nicht in den Keller gelaufen. Ich habe auch das Licht auf der Kellertreppe nicht eingeschaltet. Ich habe im Dunkeln die Kellertür aufgerissen und mich hinter der Tür verborgen. Ilse! Du sollst hierher kommen! Er ist hinter mir hergekommen, aber er hat mich nicht gesehen. Er hat die offene Kellertür gesehen. Er hat sich in die Tür gestellt und das Licht auf der Kellertreppe eingeschaltet. Ilse! Komm sofort! Er hat mir den Rücken zugewendet. Sofort! Er stand da, schwankend. Schaute in den Keller hinab. Ich bin hinter ihn getreten. Ich habe beide Arme gehoben. Oder muss ich dich holen, komm? Ich habe oft daran gedacht. Und heute Abend habe ich es getan. Ich habe nicht gewusst, dass er sofort tot sein würde, natürlich nicht. Aber ich habe gehofft, dass er bewusstlos sein würde oder wenigstens hilflos. Wenn er noch gelebt hätte, dann hätte ich ihm ein Kissen aufs Gesicht gedrückt, über Mund und Nase und hätte mich darauf gelegt mit meinem ganzen Gewicht. 5 Minuten lang, 10 Minuten. So lange, bis die letzten stockenden Herzschläge erstorben wären. Hören Sie auf, Frau Wiedmann. Das ist ja ganz fürchterlich. Und wenn auch das nicht geholfen hätte, dann hätte ich das Beil genommen. Frau Wiedmann, aber warum denn? Warum denn nur? Das geht niemandem etwas an. Das ist doch keine Erklärung, Frau Wiedmann. Das ist ganz allein meine Sache, meine Privatsache. Wie konnten Sie so etwas tun? Wie konnten Sie das planen? Das ist doch völlig unverständlich. Ja. Da haben Sie recht. Das wird niemand verstehen. Thank you.
Das war das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Was sollst du? Ich meine, wirst du vielleicht nicht fertig damit, dass du älter wirst? Klaus. Natürlich ist Noah noch sehr jung, unfertig, unreif meinetwegen. Deine Reife hat sie mit Sicherheit nicht. Das wäre auch ein bisschen viel verlangt, aber sie ist ein sehr wertvoller Mensch. Und vielleicht solltest du auch einmal... Jetzt hör aber auf damit. Ist mir etwa dieses dumme Flittchen als Beispiel vorhanden. Also komm, das reicht, ja? Du vergiss dich. Ich finde es unerträglich, einen Menschen ohne jeden Anlass durch den Dreck zu ziehen. Es hat keinen Sinn, diese Unterhaltung fortzusetzen. Also was du sagst, das ist unqualifiziert. Es ist nicht unqualifiziert, es ist wahr. Es ist eben nicht wahr. Aber du bist bedauerlicherweise nicht imstande, das einzusehen. Warum streitet ihr euch denn? Wir streiten nicht. Ich habe deiner Mutter nur einige Auskünfte gegeben. Einige dringend notwendige Auskünfte. Kommst du jetzt, Papi? Ja, ich komme. Es tut mir leid, dass ich dich habe warten lassen. Es hat doch auch ganz andere Tage gegeben. Wie meinen Sie? Ich meine, ein einziger Tag kann doch nicht alles so total verändern. Ein einziger Tag kann doch nicht entscheidend sein. Nein, natürlich nicht. Aber an irgendeinem Tag muss es ja angefangen haben. Warum nicht an einem schönen Sommertag? Man will es nicht wahrhaben, aber dann wiederholt es sich. Irgendein Wort, man hat ihm gar keine so große Bedeutung beigemessen, man hat es nicht ernst genommen. Aber dann wiederholt es sich. Na, bist du jetzt zufrieden? Zufrieden? Was meinst du? Ach, tu doch nicht so. Meinst du, ich hätte nicht gemerkt, dass du unbedingt gehen wolltest? Jeder hat es gemerkt. Aber das stimmt doch gar nicht. Von mir aus hätten wir gern noch länger bleiben können. Ach, wirklich. Und warum dann diese Leidensmiene? Was für eine Leidensmiene. Deine, welche denn sonst? Außer dir hat keiner ein Gesicht gezogen. Alle haben sich glänzend unterhalten. Ich auch, ich geb's zu. Ich gestehe es, aber ist das ein Grund, diese kindische Eifersucht zur Schau zu stellen? Sag mal, bist du noch bei Trost? Wie kommst du denn darauf, dass ich eifersüchtig war? Also lassen wir es kommen. Ich glaube nicht, dass diese Diskussion viel Sinn hat. Ich kann dir nur sagen, in aller Freundschaft sagen, dass deine Eifersucht allmählich... Verdammt doch mal, pass doch auf, du Idiot! Irgendwann wird so ein Wort zur Waffe. Wie? Ich meine, es sticht auf einen ein, immer wieder. Man hat es gar nicht ernst genommen, anfangs. Man fühlt sich gar nicht getroffen. Aber auf einmal tut es weh. Wie ein Stich, der unvermutet eindringt. Oder wie ein heftiger, ganz unerwarteter Schlag, der einen umwirft. Sie meinen... Ich glaube, jetzt verstehe ich Sie nicht richtig. Ach, entschuldigen Sie, ich bin sehr unaufmerksam. Ich habe nachgedacht. Ja, natürlich. Es tut mir leid, es war meine Schuld. Ich hätte nicht von diesem Tag erzählen sollen. Handelt umso besser. Und... Ja, und wenn nicht? Du, ich habe dich was gefragt, Wiedmann. Mach dein Maul auf! Du sollst antworten! Du sollst antworten, habe ich gesagt! Nein! 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 Beruhigen Sie sich doch. Jetzt legen Sie sich bitte einmal hin. Nein! Fassen Sie mich nicht an! Frau Wiedmann, bitte, seien Sie doch vernünftig. Sie müssen das doch verstehen. Wir brauchen die Polizei nicht zu rufen. Aber versetzen Sie sich doch einmal in meine Lage. Es ist nicht nötig, dass Sie die Polizei rufen. Das heißt, doch rufen Sie die Polizei. Ich verstehe nicht. Ich hab's getan. Wie meinen Sie das? Ich hab's getan. Ich habe ihn die Treppe hinuntergestoßen. Aber das ist doch nicht wahr. Das sagen Sie doch nur, um Axel zu entlasten. Sie wollen seine Schuld auf sich nehmen, nicht wahr? Nein. Axel war schon lange gegangen.
Und ich hätte es auch getan, wenn Axel gar nicht hier gewesen wäre. Ich habe das geplant. Schon seit langer Zeit. Und heute Abend habe ich's getan. Frau Wiedmann, ist Ihnen klar, was Sie da sagen? Er hat geglaubt, ich sei im Keller. Aber ich bin nicht in den Keller gelaufen. Ich habe auch das Licht auf der Kellertreppe nicht angeschaltet. Ich habe im Dunkeln die Kellertür aufgerissen und mich hinter der Tür verborgen. Ilse! Du sollst hierher kommen! Er ist hinter mir hergekommen, aber er hat mich nicht gesehen. Er hat die offene Kellertür gesehen. Er hat sich in die Tür gestellt und das Licht auf der Kellertreppe eingeschaltet. Ilse, komm sofort. Er hat mir den Rücken zugewendet. Sofort! Er stand da, schwankend, schaute in den Keller hinab. Ich bin hinter ihn getreten. Ich habe beide Arme gehoben. Oder muss ich dich holen, komm? Ich habe oft daran gedacht. Und heute Abend habe ich es getan. Ich habe nicht gewusst, dass er sofort tot sein würde, natürlich nicht. Aber ich habe gehofft, dass er bewusstlos sein würde oder wenigstens hilflos. Gar nichts. Er kann es ja gar nicht verstehen. Verstehe ich es denn? Ich habe es vorausgesehen. Ja. Ich wusste, was heute Abend passieren würde. Ich hätte jedes Wort vorhersagen können. Du siehst aus wie ein Landstreicher. Dass du dich nicht schämst. Dass du dich nicht schämst. Ein Vierteljahr lang lässt du dich hier nicht blicken. Und dann kommst du hier an wie ein Landstreicher und hast nichts, absolut nichts aufzuweisen. Ja, von der Bundeswehr bist du freigekommen. Das hast du geschafft. Das ist die frohe Botschaft, mit der du hier anrückst. Aber sonst, ne? Fehlanzeige. Was hast du denn an der Universität geleistet? Hm? Hast du einen Schein gemacht? Nee, Fehlanzeige. Das war nicht auch noch zu schaffen, ne? Du hast deine ganzen Energien benötigt, um von der Bundeswehr freizukommen. Naja, das ist noch nicht ein Lebensziel. Aber schämst du dich wirklich nicht? Ein so hochbegabter Mensch wie du und dann so ein Leben? Herumlungern, nichts tun, nichts leisten. Alles, was man an Gaben mitbekommen hat, schlicht verkommen lassen? Ja, ich sehe schon, alles, was dir dazu einfällt, ist dann dieses impertinente Lächeln. Lass ihn doch reden, den Alten, nicht wahr? Was versteht der schon vom Leben? Das ist es doch, was dieses Lächeln bedeuten soll, oder? Frau Wiedmann, ich frage Sie jetzt noch einmal, in allem Ernst. Hat es heute Abend Streit gegeben zwischen Ihrem Mann und Axel? Einen handfesten Streit, Sie verstehen, was ich meine. Hat es eine Tätlichkeit gegeben? Es hat keinen Sinn, dieser Mann begreift nichts. Frau Wiedmann, eine Sie müssen mir die Wahrheit sagen. Was mag er unter einer Tätlichkeit verstehen? Einen jähen, unkontrollierten Ausbruch von Gewalt. Eine Kurzschlusshandlung. Selbst wenn ich ihm die Wahrheit sagen würde, er würde sie nicht erkennen. Er würde mir nicht glauben, dass ich alles vorausgesehen habe. Jede Einzelheit, jedes Wort. Ist dir eigentlich klar, dein wie sehr ihr euch Herr Sohn, deine Erziehung. Herr Sohn und du. Ich hätte auch das vorher aufschreiben können. Das zumindest hast du geschafft. Wenn er sich auf diesem Sofa da breit machte, man könnte glauben, du sähst es vor einem. Das gleiche verstockte Stillschweigen. Man kann sagen, was man will. Man redet wie gegen eine Wand. Nur dieses Lächeln. Das muss man zugeben. Das ist etwas Besonderes. Ich will Ihnen doch nichts Böses. Weder Ihnen noch Ihrem Sohn und Ihrem Mann ganz bestimmt nicht. Ich habe Ihnen nur Fragen gestellt, die Ihnen ohnehin nicht erspart bleiben. Sehen Sie, ich muss ja auf dem Totenschein eine Todesursache angeben. Die Todesursache war offensichtlich ein Unfall.
Aber auch in solchen Fällen muss der Standesbeamte die Polizei verständigen, bevor er die Sterbeurkunde ausstellt. Und die Polizei fragt manchmal nach in solchen Fällen. Es tut mir leid, dass ich Ihnen das jetzt auch noch aufbürden muss. Aber Sie müssen damit rechnen, dass ein Beamter zu Ihnen kommt und Ihnen die gleichen Fragen stellt, wie ich sie Ihnen gestellt habe. Ein Polizeibeamter? Ja, das sind nun mal die Vorschriften. Ich habe es wirklich nicht böse gemeint. Ja, aber entschuldigen Sie. Nichts zu entschuldigen, ich verstehe Sie ja. Wollen Sie übrigens Ihren Sohn nicht anrufen? Ich weiß nicht, wo ich ihn erreichen kann. Er hat gesagt, er geht zu Freunden, aber ich weiß nicht, wo das ist. Wenn Sie wollen, fahre ich nachher bei seiner Wohnung vorbei und hinterlasse... Sie wollen seine Adresse wissen, nicht wahr? Sie vermuten, dass es nicht die feinste Adresse ist und davon wollen Sie sich überzeugen, ist es nicht so? Sie haben recht, Herr Doktor. Es ist nicht die feinste Adresse. Aber auch das geht Sie nichts an. Weder Sie noch die Polizei. Das, was mein Sohn Axel tut oder lässt, das ist seine Sache. Sie können ihn ja auf der Beerdigung unter die Lupe nehmen. Sie können sich darauf verlassen, dass mein Sohn Axel sich sehen lassen kann. Ich werde ihn von Kopf bis Fuß einkleiden, so wie es sich gehört. Und dieses Mal wird es mir nicht abschlagen. Entschuldigen Sie, Frau Wiedmann, aber jetzt könnte ich einen Schluck gebrauchen. Ach, es tut mir leid. Ich bin sehr unaufmerksam. Nein, nein, bleiben Sie doch sitzen. Ich bediene mich schon selbst, wenn ich darf. Natürlich. Sie können auch ein Glas Wein... Das heißt, wenn Sie... Nein, nein, danke. Darf ich mir einen Cognac nehmen? Natürlich. Wie dumm von mir. Er liegt doch vor dem Weinregal. Ich hätte über ihn steigen müssen, um eine Flasche aus dem Regal zu nehmen. Der Mund abgeöffnet. War es Blut, dieses rötliche Rinnsal? Nein. Wahrscheinlich war es Speichel, gefärbt vom Rotwein. Die Augen. Sie hätten mich nicht fixiert. Sie hätten an mir vorbeigestarrt. Ziellos. Aber nein, er wird ihm die Lider zugedrückt haben. Vielleicht sieht es so aus, als ob er schliefe. Das heiße Wachs stößt seinen Atem aus. Er rührt einen an. Es ist ein strenger Geruch. Nur ein Hauch, aber er dringt immer wieder durch. Die Bälge des Harmoniums ächzen und knarren. Hin und wieder hustet jemand in unseren Rücken. Heb den Kopf, Axel. Es gehört sich, dass man den Sarg ansieht. Seit wann wohnt er nicht mehr bei Ihnen? Wie bitte? Entschuldigen Sie, ich habe... Axel, ist er schon lange ausgezogen? Vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren schon. Das muss Ihrem Mann schwer gefallen sein. Ihnen natürlich auch. Ich weiß, dass Ihr Mann sehr an Axel gehangen hat. Er war sehr stolz auf ihn. Kinder wollen irgendwann selbstständig sein. Und dann gehen sie. Ja, das ist wohl leider so. Und wir sehen sie immer noch als Kinder. Wissen Sie, es ist merkwürdig. An einen bestimmten Tag erinnere ich mich sehr deutlich. Aber das ist schon ewig lange her. Axel wird 11 gewesen sein, oder 12 vielleicht. Es war ein Samstag. Das weiß ich genau, ein Samstagnachmittag im Sommer. Blauer Himmel, ein lindes Lüftchen. Ein Samstag. Ich habe im Garten gesessen und die Zeitung gelesen. Meine beiden sind irgendwo im Gebüsch herumgekrochen. Vielleicht war das der Tag. Und dann standen auf einmal... Es könnte der Tag gewesen sein, an dem es angefangen hat. Sie waren... Das weiß ich noch genau. Ihr Mann war mit Axel bei einem Fußballspiel gewesen. Blauer Himmel. Und dann haben sie auf der Heimfahrt ein lindes Lüftchen. Und uns besucht. Und ich habe mir so oft überlegt, wann es angefangen haben könnte. Und wie. Und warum. Es muss ganz unmerklich angefangen haben, an einem ganz normalen Tag. Könnte dieser Tag gewesen sein. Es war wirklich ein wunderschöner Tag. Wir haben auf der Terrasse gesessen und ein Bier getrunken. Die Kinder haben irgendwo im Garten gespielt, Axel und meine beiden. Und ihr Mann und ich, wir haben uns über die Kinder unterhalten. Ja, wie das die stolzen Väter so tun. Und
Heute Mittag zum Beispiel kommt er nach Hause, hat ein englisches Gedicht auf zum Auswendiglernen. Ich sage ihm, das kannst du dir ruhig schon mal ansehen, bevor wir zum Fußball gehen. Er sieht es sich an, ob du es glaubst oder nicht, 2 oder 3 Minuten lang, und da hat es Intus. Naja, jetzt glaube ich aber allmählich doch, dass du aufschneidest. Ja, denkst du, ich habe ihn auf dem Fußballplatz 2-mal danach gefragt. Er hat es Intus, ich habe selbst nicht geglaubt. Warte mal. Axel? Ja, der Axel kann jetzt nicht. Was ist denn? Was denn jetzt schon wieder? Wir waren gerade so schön beim Spielen. Axel, kannst du dein Gedicht noch? Was war ein Gedicht? Na komm, frag doch nicht so dumm. Das Gedicht, das du heute Mittag gelernt hast. Klar kann ich das noch. Dann sag's doch mal auf. Speak roughly to your little boy. Wie hieß er noch? Mit diesem Versicherungsmenschen. Ich komme nicht mehr auf den Namen. Jedenfalls hat Sissi Wehrhahn ein bisschen zu heftig mit diesem Menschen geflirtet. Und dann platzte Walter Wehrhahn der Kragen und er wollte handgreiflich werden. Und es sah so aus, als würde die Feier ein jähes Ende nehmen. Aber da gab es dann eben Klaus. Da gab es Klaus Wiedmann. Erinnern Sie sich nicht mehr? Doch. Er ist auf einen Stuhl gestiegen und hat so getan, als ob er etwas ganz Wichtiges mitzuteilen hätte. Euch versprechen, dass ich euch höchstens 1 Minute aufhalten werde. Es gibt sehr viel Erwähnenswertes an diesem Abend, aber ich beschränke mich auf etwas ganz Besonderes. Das ganz Besondere, finde ich, ist an diesem Abend eine Frau. Eine Frau, an der man einfach nicht vorübergehen kann. Eine Frau, die keinen Mann kalt lässt. Eine springlebendige, lebenslustige Frau, die es natürlich mag, dass die Männer sie mögen. Und eine Frau, das muss mal ausgesprochen werden, deren Mann auf sie stolz sein kann. Ich will hier niemanden zurücksetzen, aber es muss jetzt ausgesprochen werden. Walter, du bist nicht das Geburtstagskind, aber du bist der glückliche Ehemann. Ich gratuliere dir zu deinem Prachtstück. So, und jetzt sollten wir noch einen Schluck trinken. Auf Sissi und Walter. Sie sollen hoch. Es war schon phänomenal, wie er das geschafft hat. Erinnern Sie sich? Statt der Prügelei gab es eine große Versöhnungsfeier. Ja, er war sehr geschickt. Er war bei allen beliebt. Richtig. Und das lag nicht zuletzt daran, dass er immer einen klaren Kopf bewahrt hat. Ja. Aber eben das passt nicht zusammen, verstehen Sie? Dass ein Mensch wie er so maßlos trinken sollte. Das ist es, worüber ich mich wundere, verstehen Sie? Frau Wiedmann? Ja? Ja, ich verstehe. Aber Sie müssten eine Erklärung dafür haben. Wann hat er damit angefangen? Angefangen? Ich weiß nicht, um 8 vielleicht. Oder um 7:30. Ich weiß es nicht mehr. Hat er öfter so viel getrunken? Öfter? Oh nein, Herr Doktor, ich weiß, was Sie herausfinden möchten. Aber von mir werden Sie kein Sterbenswort darüber erfahren. Er hätte es nicht ertragen, wenn andere ihn betrunken gesehen hätten, und dabei soll es bleiben. Es ist schlimm genug, dass Sie werden ihn hochheben. Einer unter den Armen, der andere an den Beinen. Die Arme pendeln. Der Kopf hängt zur Seite. Der eine, der ihn unter den Armen hält, wird die Treppe rückwärts hochsteigen. Schritt um Schritt. Gebückt und mit gebeugten Knien. Der Körper hängt durch. Er schleift hin und wieder über eine Stufe. Vielleicht sagt der die Beine hält, pass doch auf, sonst geht die Hose noch in Fetzen. Aber mehr als diesen Gedanken werden Sie nicht an ihn verschwenden. Er ist für Sie nichts anderes als eine schwere Last. Ein totes Gewicht. Es wird nicht lange dauern, er holt nur noch seinen Gehilfen ab. Möchten Sie sich ein wenig hinlegen? Nein, danke. Sie wollten mir doch ein paar Fragen stellen. Ja,
Er hat offenbar getrunken. Getrunken? Ach, Sie meinen heute Abend? Ja. Diese Flasche da. War das alles? Nein. Das war die zweite. Oder die dritte, ich weiß es nicht mehr. Haben Sie nicht mitgetrunken? Nein. Der einen besonderen Grund? Ich meine, das ist ja eine ganz schöne Menge. Und ich verstehe das nicht. Weil ich ihn nie betrunken gesehen habe in all den Jahren, die wir uns kannten. Ja. Und gut, wir haben uns lange nicht mehr gesehen, aber er hat doch... Ich meine, früher, als wir noch öfter beisammen waren, er galt ja geradezu als rühmliche Ausnahme. Oder übertreibe ich? Nein, sicher nicht. Nicht wahr? Die anderen sind doch manchmal ganz schön ausgerutscht in den alten Zeiten. Aber Klaus Wiedmann hat immer die Form gewahrt. Sie verstehen mich richtig, das soll nicht heißen, ja, dass er ein Spielverderber gewesen wäre. Er hat immer die Form gewahrt. Nein, wir wissen ja beide. Und es war ihm zuwider, wenn den anderen nichts Besseres einfiel, als sich in aller Öffentlichkeit zu betrinken. Er hat seinen Abschaden gegeben. Die Todesursache war offensichtlich ein Unfall. Aber auch in solchen Fällen muss der Standesbeamte die Polizei verständigen, bevor er die Sterbeurkunde ausstellt. Und die Polizei fragt manchmal nach in solchen Fällen. Es tut mir leid, dass ich Ihnen das jetzt auch noch aufbürden muss. Aber Sie müssen damit rechnen, dass ein Beamter zu Ihnen kommt und Ihnen die gleichen Fragen stellt, wie ich sie Ihnen gestellt habe. Ein Polizeibeamter? Ja, das sind nun mal die Vorschriften. Ich habe es wirklich nicht böse gemeint. Ja, aber entschuldigen Sie. Nichts zu entschuldigen, ich verstehe Sie ja. Wollen Sie übrigens Ihren Sohn nicht anrufen? Ich weiß nicht, wo ich ihn erreichen kann. Er hat gesagt, er geht zu Freunden, aber ich weiß nicht, wo das ist. Wenn Sie wollen, fahre ich nachher bei seiner Wohnung vorbei und hinterlasse... Sie wollen seine Adresse wissen, nicht wahr? Sie vermuten, dass es nicht die feinste Adresse ist und davon wollen Sie sich überzeugen, ist es nicht so? Sie haben recht, Herr Doktor. Es ist nicht die feinste Adresse. Aber auch das geht Sie nichts an. Weder Sie noch die Polizei. Das, was mein Sohn Axel tut oder lässt, das ist seine Sache. Sie können ihn ja auf der Beerdigung unter die Lupe nehmen. Sie können sich darauf verlassen, dass mein Sohn Axel sich sehen lassen kann. Ich werde ihn von Kopf bis Fuß einkleiden, so wie es sich gehört. Und dieses Mal wird es mir nicht abschlagen. Entschuldigen Sie, Frau Wiedmann, aber jetzt könnte ich einen Schluck gebrauchen. Ach, es tut mir leid. Ich bin sehr unaufmerksam. Nein, nein, bleiben Sie doch sitzen. Ich bediene mich schon selbst, wenn ich darf. Natürlich. Sie können auch ein Glas Wein... Das heißt, wenn Sie... Nein, nein, danke. Darf ich mir einen Cognac nehmen? Natürlich. Wie dumm von mir. Er liegt doch vor dem Weinregal. Ich hätte über ihn steigen müssen, um eine Flasche aus dem Regal zu nehmen. Der Mund... abgeöffnet... War es Blut, dieses rötliche Rinnsal? Nein. Wahrscheinlich war es Speichel, gefärbt vom Rotwein. Die Augen. Sie hätten mich nicht fixiert. Sie hätten an mir vorbeigestarrt. Ziellos. Aber nein, er wird ihm die Lider zugedrückt haben. Vielleicht sieht es so aus, als ob er schliefe. Der Arm allerdings, der rechte Arm ist abgeknickt, als wäre er ausgerenkt. Die Finger wie Krallen. Und ein Bein, es liegt so merkwürdig... Hohe Botschaft, mit der du hier anrückst. Aber sonst, ne? Fehlanzeige. Was hast du denn an der Universität geleistet, ne? Hast du einen Schein gemacht? Ne, Fehlanzeige. Das war nicht auch noch zu schaffen, ne? Du hast deine ganzen Energien benötigt, um von der Bundeswehr freizukommen. Naja, das
Das nenne ich ein Lebensziel. Aber schämst du dich wirklich nicht? Ein so hochbegabter Mensch wie du und dann so ein Leben? Herumlungern, nichts tun, nichts leisten. Alles, was man an Gaben mitbekommen hat, schlicht verkommen lassen? Ja, ich sehe schon, alles, was dir dazu einfällt, ist dann dieses impertinente Lächeln. Lass ihn doch reden, den Alten, nicht wahr? Was versteht der schon vom Leben? Das ist es doch, was dieses Lächeln bedeuten soll, oder? Frau Wiedmann, ich frage Sie jetzt noch einmal in allem Ernst. Hat es heute Abend Streit gegeben zwischen Ihrem Mann und Axel? Einen handfesten Streit. Sie verstehen, was ich meine. Hat es eine Tätlichkeit gegeben? Es hat keinen Sinn. Dieser Mann begreift nichts. Frau Wiedmann. Eine Sie müssen mir die Wahrheit sagen. Was mag er unter einer Tätlichkeit verstehen? Einen jähen, unkontrollierten Ausbruch von Gewalt. Eine Kurzschlusshandlung. Selbst wenn ich ihm die Wahrheit sagen würde, er würde sie nicht erkennen. Er würde mir nicht glauben, dass ich alles vorausgesehen habe. Jede Einzelheit, jedes Wort. Ist dir eigentlich klar, dein wie sehr ihr euch Herr Sohn, deine Erziehung. Herr Sohn und du? Ich hätte auch das vorher aufschreiben können. Das zumindest hast du geschafft. Wenn er sich auf diesem Sofa da breit machte, man könnte glauben, du säßest vor einem. Das gleiche verstockte Stillschweigen. Man kann sagen, was man will. Man redet wie gegen eine Wand. Nur dieses Lächeln. Das muss man zugeben. Das ist etwas Besonderes. Das zeichnet ihn aus, dieses impertinente Lächeln. Er bringt doch noch die Unverschämtheit auf, dieses Lächeln aufzusetzen, während er einen anschweigt. Aber wahrscheinlich setzt du ja auch so ein Lächeln auf. Innerlich, hm? Während du nach außen deine Leidensmiene zur Schau trägst. Habe ich recht? Ach, du glaubst doch nicht, dass du mich mit dieser Leidensmiene täuschen kannst. Warum sagst du nichts? Willst du dich nicht mehr äußern? Nur zu, du bist doch wahrscheinlich auch noch stolz auf deinen Herrn Sohn, auf diese... War es nicht so, Wiedmann? Sie sind zu ihren Eltern gegangen, weil sie Geld brauchten. Und dann hat der Alte ihnen die Leviten gelesen und da haben sie einen kurzen Prozess gemacht. Sie haben ihn am Hemd gepackt, so, nicht wahr? Sie haben ihn den Kragen ziehen gezogen, so, ganz eng, nicht wahr? Und dann haben sie ihn die Kellertreppe hinuntergestoßen. Putz! War es nicht so, Wiedmann? War es nicht so? Wo bleibt die Antwort, Wiedmann? Sie sind doch wahnsinnig. Was sind wir? Sag das nochmal, Wiedmann. Nein. Was sind wir? Nein. Ich werde das nicht zulassen. Ich werde das nicht zulassen. Sie werden es gar nicht verhindern können, Frau Wiedmann. Die Polizei kann sehr unangenehm werden in solchen Fällen, glauben Sie mir. Nein, das ist ganz ausgeschlossen. Das ist nicht zulässig. Axel hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber Frau Wiedmann, wollen Sie immer noch darauf beharren? Wollen Sie mir nicht endlich die Wahrheit sagen? Ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt. Axel hat damit nichts zu tun. Also gut. Frau Wiedmann, es tut mir leid, aber ich muss jetzt die Polizei anrufen. Ich werde den Kollegen von der Polizei bitten, hierher zu kommen und sich Ihren Mann anzusehen. Es tut mir sehr leid, aber ich bitte Sie um Ihr Verständnis. Ich muss mich da absichern. Nach allem, was Sie mir gesagt haben, kann ich die Verantwortung nicht mehr allein übernehmen. Wenn der Kollege von der Polizei zu der Meinung gelangt, dass es sich um einen Unfall handelt, umso besser. Und? Ja, und wenn nicht? Du, ich hab dich was gefragt, Wiedmann. Mach dein Maul auf! Du sollst antworten! Du sollst antworten, hab ich gesagt! Nein! Oh, Wiedmann. Nein! Nein! Beruhigen Sie sich doch. Jetzt legen Sie sich bitte einmal hin. Nein! Fassen Sie mich nicht an! Frau Wiedmann, bitte, seien Sie doch vernünftig. Sie müssen das doch verstehen. Ach.
brauchen die Polizei nicht zu rufen. Aber versetzen Sie sich doch einmal in meine Lage. Es ist nicht nötig, dass Sie die Polizei rufen. Das heißt, doch rufen Sie die Polizei. Ich verstehe nicht. Ich hab's getan. Wie meinen Sie das? Ich hab's getan. Ich habe ihn die Treppe hinuntergestoßen. Aber das ist doch nicht wahr. Das sagen Sie doch nur, um Axel zu entlasten. Ich gratuliere dir zu deinem Prachtstück. So, und jetzt sollten wir noch einen Schluck trinken. Auf Sissi und Walter. Sie sollen hoch. Es war schon phänomenal, wie er das geschafft hat. Erinnern Sie sich? Statt der Prügelei gab es eine große Versöhnungsfeier. Ja, er war sehr geschickt. Er war bei allen beliebt. Richtig. Und das lag nicht zuletzt daran, dass er immer einen klaren Kopf bewahrt hat. Ja. Aber eben das passt nicht zusammen, verstehen Sie? Dass ein Mensch wie er so maßlos trinken sollte. Das ist es, worüber ich mich wundere, verstehen Sie? Frau Wiedmann? Ja? Ja, ich verstehe. Aber Sie müssten eine Erklärung dafür haben. Wann hat er damit angefangen? Angefangen? Ich weiß nicht, um 8 vielleicht. Oder um 7:30. Ich weiß es nicht mehr. Hat er öfter so viel getrunken? Öfter? Oh nein, Herr Doktor, ich weiß, was Sie herausfinden möchten. Aber von mir werden Sie kein Sterbenswort darüber erfahren. Er hätte es nicht ertragen, wenn andere ihn betrunken gesehen hätten, und dabei soll es bleiben. Es ist schlimm genug, dass Sie an seinem Mund gerochen haben. Und wahrscheinlich haben Sie ihm ja auch eine Blutprobe entnommen. Also gut, er hat heute Abend sehr viel getrunken. Aber dabei soll es auch bleiben. Glauben Sie nur ja nicht, dass Sie von mir mehr erfahren, Herr Doktor. Er hat meistens weniger getrunken. Und sehr oft gar nichts. Aber dann müsste es ja doch einen besonderen Grund gegeben haben, warum er heute Abend so viel getrunken hat. Haben Sie Besuch gehabt heute Abend? Mein Sohn war hier. Habe ich Ihnen das nicht schon gesagt? Nein. Wohnt er denn nicht mehr bei Ihnen? Unser Sohn war hier. Aber er ist schon um 7 gegangen. So kurz nach 7. Mhm. Kann es vielleicht mit diesem Besuch zusammenhängen? Was wollen Sie damit sagen? Ich muss Sie bitten, Herr Doktor, meinen Sohn da aus dem Spiel zu lassen. Aber Frau Wiedmann, ich will Ihnen doch nichts Böses. Weder Ihnen noch Ihrem Sohn und Ihrem Mann ganz bestimmt nicht. Ich habe Ihnen nur Fragen gestellt, die Ihnen ohnehin nicht erspart bleiben. Sehen Sie, ich muss ja auf dem Totenschein eine Todesursache angeben. Die Todesursache war offensichtlich ein Unfall. Aber auch in solchen Fällen muss der Standesbeamte